Hallo, ich habe in der letzten Woche wieder mal etwas von meinem doch recht ordentlichen Goldbestand verkauft. 1,5% habe ich abverkauft. Der Grund ist vor allem die stark gestiegene Bewertung und vor allem die relative Bewertung im Verhältnis zu Aktien. Ich werde das in dem Video am Beispiel von Coca-Cola, also einem der größten, stabilsten Konsumgüterproduzenten der Welt, ableiten und mal da die Bewertungen genauer ansehen. Ich sehe also Gold als eine von vielen Bausteinen, um mein Vermögen aufzubauen, um meine Ersparnisse zu vermehren. Deswegen habe ich vor einigen Jahren schon kräftig in Gold investiert. Das hat ganz gut funktioniert. Für mich ist aber Gold kein Selbstzweck, sondern es ist eben ein Vermögensbaustein. Und wenn dann Gold, wie in diesem Jahr, wo wir von einem Plus von fast 30% reden, sehr kräftig steigt, dann ist es für mich ein Anlass, immer wieder mal zu überprüfen, ob die Bewertung hier nicht langsam so hoch ist, dass man besser ein paar Gewinne mitnimmt. Und das habe ich eben in der letzten Woche gemacht. Das ist so ein Sonntagsvideo, nachher geht es mit dem Hund raus. Aber vorher wollte ich da nochmal ein paar Gedanken dazu mitteilen. Vielleicht auch an die Adresse von Goldbugs gerichtet, also von den totalen Goldfans. Da werde ich die meisten wahrscheinlich nicht überzeugen können. Ich bin auch grundsätzlich der Überzeugung, dass Gold wahrscheinlich in 3, 4 Jahren noch deutlich höher stehen wird, wie das heute. Insofern gebe ich dieser Gruppe ja auch recht. Aber man sollte meiner Ansicht nach Gold nicht als Selbstzweck behandeln. Ja. Also wenn man 3 Wiener Philharmoniker unterm Kopfpolster hat oder irgendwo gut versteckt zu Hause, weil ihm das ein besseres Gefühl für irgendwelche Worst-Case-Szenarien gibt, ja, dann sind diese 3 Goldmünzen Selbstzweck und dann kann man das auch gern machen. Das kann man als Versicherungsprämie für eine gefühlte Sicherheit geben. Aber wenn es um wirklich große Summen, um nennenswerte Anteile der Ersparnisse geht, dann sollte man Gold meiner Meinung nach wie jede andere Assetklasse auch behandeln. Also nicht sich irgendwann mal in das Objekt, in das man investiert, verlieben. Bei Bitcoin hat man das auch bei sehr vielen Leuten den Eindruck, das wird dann immer gefährlich, sondern man sollte finanzielle Instrumente, um seine Ersparnisse zum Beispiel gegen Inflation abzusichern, immer rational meiner Meinung nach, also mit wenig Gefühl betrachten. Und so tue ich das mit Gold. Ich habe also angefangen 2015, da sind meine Aktien schon sehr gut gelaufen. Ich habe viele der Aktien, die ich heute noch halte, während der großen Finanzkrise 2008, 2009, 10, 11 gekauft und 2015 aus dem Rückspiegel damals ging es dann also schon einige Jahre lang mit den Aktienkursen rauf und rauf. Konsumgüterproduzenten, ich komme dann noch drauf, waren damals relativ teuer bewertet. Defensive Aktien waren damals wahrscheinlich aufgrund der Nullzinspolitik und dem Dividendenersatz, also dem Zinsersatz durch Dividendenaktien, ja, waren also damals gerade Coca-Cola, Unilever oder Nestle, also die Aktien, die bei mir im Depot hochgewichtet ist, sind sehr teuer. Die waren damals eher weniger Optionen und ich habe dann beginnend mit 2015 bis 2018 eher die Zykliker, die Finanzaktien aus dem Depot entfernt und damals relativ viel in Gold investiert. Habe dann in einer ersten Phase während der Corona-Hysterie Anfang 2020 ungefähr 10 bis 15% dieses Goldes zu niedrigeren Preisen als heute verkauft, aber damals sehr günstig in Aktien eingetauscht, ja, und würde das also im Nachhinein wieder so machen, auch wenn das Gold, das ich damals verkauft habe, seither auch nochmal um eben ungefähr 30%, auch glaube ich seit 2020, wenn ich das richtig im Kopf habe, gestiegen ist. Ja. Ich schaue mir dabei eben immer die Relation zu den Aktien an und langfristig möchte ich einen Großteil meiner Ersparnisse in Aktien anlegen. Vor Corona hatte ich also ungefähr 50-50 Aufteilung, 50% defensive Aktien, 50% Goldanteil, ja, und habe dann eben etwas umgeschichtet, aber langfristig möchte ich einen viel höheren Anteil in Aktien haben, weil Aktien einfach Gewinne erwirtschaften. Also dahinter stehen Firmen, die reale Werte schaffen und die den Aktionär über die Dividende an den geschaffenen Werten teilhaben, während Gold bekanntlich keine Zinsen bringt. Also von der Natur der Sache bin ich eigentlich kein sehr großer Goldfan, sondern ich sehe eigentlich in einem politischen System mit einer vernünftigen Währungspolitik, ja, mit einer verantwortungsbewussten Währungspolitik, ja, wäre mein Goldanteil null. Haben wir aber leider nicht, deswegen ist der Goldanteil bei mir sehr hoch. Ja. Er ist sogar deutlich über 50%, weil gerade im letzten Jahr eben nochmal Gold
massiv gestiegen ist. Ich habe also im letzten Jahr bereits dreimal 1% meiner Goldaktien verkauft, also meiner Gold, in dem Fall physisches Gold verkauft. In der letzten Woche waren es jetzt ein paar Goldminenaktien, aber ich habe also in ungefähr pro Quartal einmal, immer wenn Gold gerade recht gut gestiegen war, mal 1% abverkauft, die letzte Woche eben nochmal 1,5% abverkauft, und obwohl ich jetzt quasi 4,5% meines Goldes abverkauft habe, ist der Rest deutlich mehr wert. Ist also eine sehr schöne Situation, wenn quasi der Wert des Goldes nach wie vor ansteigt, der, obwohl man laufend etwas verkauft und in Aktien umschichtet. Jetzt aber die Rechnung, die ich mir durchüberlegt habe, also eben letzte Woche hat Gold einen neuen Rekord erreicht. Ich habe dann eben auch gerade da den Mittwoch, glaube ich, war das genutzt, das Gold nochmal deutlich über 2650 Dollar je Unze, glaube ich, angestiegen ist. Und dann bei 2670, glaube ich, abverkauft. Aber darum geht es nicht, um 20 Dollar mehr oder weniger. Das spielt in meiner Überlegung weniger Rolle, sondern mehr das Grundsätzliche. Ich habe mir da meine Aufzeichnungen angeschaut, und zum Beispiel, als ich angefangen habe, im Gold umzuschichten, langsam auch damals von 2015 bis 2018, ich mache alles immer kleinweise, da habe ich einmal angefangen, jedes Monat 1% Aktien zu verkaufen und in Gold umzuschichten. Und zum Beispiel im April 2015 habe ich damals einen 100 Gramm Goldbarren gekauft, damals wirklich physisch, um 3.580 Euro. Derselbe Goldbarren bringt jetzt schon im Verkauf, also ohne dem Spread gerechnet, der noch dazukommen würde, 7.580 Euro. Und dagegen habe ich mir jetzt die Coca-Cola-Aktie angeschaut. Also die Coca-Cola-Aktie lag damals im April 2015 bei 35 Euro je Aktie, und auch die Coca-Cola-Aktie ist seither gut gelaufen und liegt jetzt bei 65 Euro je Aktie. Weil die erste Überlegung ist mal, wie viele Aktien hätte ich damals für 100 Gramm Gold kaufen können, wie viel kann ich heute kaufen. Also damals ist es recht leicht zu rechnen, wenn ich für 100 Gramm Gold 3.580 Euro zahle, dann könnte ich stattdessen um 35 Euro je Aktie genau 100 Stück Coca-Cola-Aktien um 100 Gramm Gold kaufen. Wenn ich heute die 7.580 Euro in Coca-Cola umschichte, dann hätte ich 117 Aktien. Also um 17% mehr Aktien, also sowohl Aktien als auch Gold sind für mich Sachwerte, sind dafür für mich als Inflationsschutz geeignet und langfristig beides aussichtsreich. Also ich möchte das nochmal betonen, ich glaube nicht, dass Gold kräftig sinken wird, zumindest auf 2, 3 Jahre gesehen, nach so einem steilen Anstieg wie jetzt. Der kann es mit Gold auch immer wieder aus zufälligen Gründen, für mich zufälligen Gründen, über die ich gar nicht nachdenke, auch mal 10% zurückgehen. Das ist im Markt ganz normal, aber ich sehe Gold nach wie vor als etwas an, was dank der Notenbankpolitik auf 2, 3 Jahre gesehen weiter steigen wird. Allerdings sehe ich das halt auch für Aktien. Und deswegen ist für mich entscheidend die Bewertung Aktien im Verhältnis zu Gold relativ. Also wenn beides gut ist, dann möchte ich quasi mit dieser Rechnung feststellen, was könnte noch besser sein. Und da kann ich eben schon mal feststellen, für 100 Gramm Gold kriege ich heute 17% mehr Coca-Cola-Aktien als damals. Ich sehe aber eben Kapital, das ich in Aktien investiere, vor allem an etwas, was Dividenden bringt, also wo ich einen Return habe, wo ich Cash zurückkriege. In dem Fall noch glücklicherweise in US-Dollar bei Coca-Cola. Macht mich also auch etwas unabhängiger vor Schwankungen im Eurosystem oder vor politischen Risiken im Eurosystem. Coca-Cola hat 2015 eine Dividende von 1,32 US-Dollar ausgeschüttet. Also bei 100 Aktien hätte ich damals genau 132 US-Dollar quasi als jährlichen Return für meine 100 Gramm Gold, die ich einsetze, in Coca-Cola-Aktie umtausche, bekommen. Aktuell schüttet Coca-Cola also fürs nächste Jahr nach den Analystenschätzungen 1,94 US-Dollar je Aktie aus, und bei Coca-Cola ist es wirklich so stabil, dass da, wenn die Analystenschätzungen leicht falsch sind, dann sind es 2 Cent mehr oder weniger, aber da ist die Treffsicherheit recht hoch. 117 Aktien, die ich also jetzt für 100 Gramm Gold kriegen würde, die 1,94 US-Dollar ausschütten, sind 227 US-Dollar an Dividende. Das heißt, statt 132 Dollar
Dividende pro Jahr für 100 Gramm Gold kriege ich jetzt 227 Dollar Dividende für 100 Gramm Gold. Ich muss natürlich die US-Inflation gegenrechnen, weil der Dollar während dieser Zeit an Wert verloren hat. Das habe ich auch gemacht. Die Fed-Banken in den USA haben da einen schönen Rechner, wo man einfach nur Startdatum und Enddatum eingibt und dann wird dann die Inflation automatisch ausgerechnet. Das heißt, 132 Dollar aus dem Jahr 2015, Kaufkraft bereinigt, entsprechen heute eigentlich 175 Dollar. Das heißt, fairerweise muss ich die 227 Dollar, die ich heute kriege für 100 Gramm Gold an jährlicher Dividende, nicht mit 132, die ich damals nominal bekommen habe, sondern mit 175, die das Kaufkraft bereinigt heute wäre, vergleichen. Das heißt aber, ich kriege immerhin noch 30% mehr Dividende pro Gramm Gold, pro Einheit Gold, ja, von Coca-Cola ausgeschüttet. Ja. Und das ist eigentlich die Relation. Ja. Das klingt jetzt nicht wahnsinnig aufregend, aber 30% mehr oder weniger ist halt schon insgesamt viel. Man stelle sich das also als Lohnerhöhung vor. Ja. Also wenn man sehr langfristig denkt, wie ich, und in sehr kleinen Schritten macht, ja, dann sind es eben genau diese Überlegungen. Und da habe ich eben festgestellt, dass nach dem steilen Anstieg dem Gold in diesem Jahr hat, ja, der ein Misstrauensvotum gegen die Politik ist, das gerechtfertigt ist, und somit glaube ich eben auch, dass der Anstieg bei Gold noch weitergeht, weil wir noch einige Tiefpunkte in der Politik erleben werden. Also die herrschenden Parteien dürften nicht mehr annähernd in der Lage sein, die Probleme der Zeit zu lösen. Ja. Und die Veränderungsmöglichkeiten, die es gibt, sind vielleicht auch nicht das Wahre. Ja. Also hier kommen einfach spannende Situationen auf uns zu. Ja. Das führt mich eben dazu, dass ich sage, einen relativ großen Anteil des Goldes behalte ich nach wie vor mal, weil ich da auch eine steile weitere Steigerung durchaus für möglich halte. Allerdings nach eben dem steilen Anstieg sind auch einmal 10 oder 15% Minus, was dann als Langfristanleger bei Gold auch überhaupt kein Problem ist, aber jederzeit denkbar. Nur auf lange Sicht gesehen, möchte ich also nicht möglichst viel Gold im Keller, oder ich halte es eher elektronisch, aber möglichst viel Gold im Keller, sprichwörtlich, oder unter der Matratze haben und für irgendeinen vielleicht nie kommenden Notfall gerüstet sein, sondern ich möchte eigentlich ein stabiles Dividendeneinkommen beim Schweizer Aktiendepot, das ich natürlich in Österreich versteuere, aber wo ich ziemlich unabhängig von sehr vielen bin, haben und davon einen Teil meiner Lebenserhaltungskosten meistern. Und da ist meiner Meinung nach jetzt ein ganz guter Zeitpunkt gewesen, um eben nochmal was abzuverkaufen und das in Konsumgüteraktien umzuschichten. Diesmal die ersten dreimal seit seinem letzten Jahr, wo ich eben kleinweise Gold verkaufe. Diesmal habe ich Goldminenaktien verkauft, habe Agnico Eagle mit 200% Kursplus verkauft, ohne Dividendenrendite gerechnet. Das ist also eine Goldmine, die für mich sagenhaft gelaufen ist, vor allem weil ich Kurse bekommen habe, die es, glaube ich, niemals an der Börse gab für Agnico Eagle, sondern ich habe in den Jahren, wo es an der Börse relativ ruhig war, 2016, 17, auch in kleinere Goldminenprojekte investiert. Da muss man relativ viel Zeit in die Recherche stecken. Das mache ich jetzt in einer turbulenten Welt auch nicht mehr. Ja. Aber damals hat mir das auch Spaß gemacht. Ich habe da gern gelesen drüber. Man lernt auch immer was dazu. Und ich habe in einige Unternehmen investiert, die Agnico Eagle dann aufgekauft haben und wo man sehr günstiges Umtauschverhältnis in diese Aktien bekommen hat, und hatte da also Anfang letzter Woche noch 280 Aktien von Agnico Eagle im Depot liegen und habe jetzt einmal 200 abverkauft und habe eben vor, dass in den nächsten Wochen, ich werde dann hier auf dem Kanal darüber berichten, aber sukzessive in Aktien von Unternehmen zu investieren, die durch alle Marktphasen gut laufen. Also die Unternehmen laufen gut. Coca-Cola wird durch alle Marktphasen und Krisen seine zuckerhaltigen Brause-Limonaden verkaufen. Und die Leute zahlen auch jetzt im Supermarkt, glaube ich, 2 € pro Flasche. Vor 5 Jahren hat die Flasche eher 80 Cent gekostet, ich weiß es nicht genau. Ich kaufe nur sehr selten selbst Cola, aber ich sehe, dass die Breite im Regal nach wie vor die gleiche ist. Ja.
Coca-Cola, auch viele andere Produkte, aber von Firmen, die durch alle Wirtschaftsphasen eigentlich gut funktionieren, so stelle ich mich momentan auf. Das heißt nicht, dass die Aktie durch alle Phasen gut durchkommt. Also wenn es so einen richtig großen Crash gibt, wie man das letzte Mal nach Lehman Brothers zum Beispiel massiv hatten oder auch die Corona-Hysterie, dann wird sicher oder dann ist sicher zumindest eine Gefahr da, dass auch die Coca-Cola-Aktie einmal 25% in einem Jahr verlieren kann. Aber solange die Geschäfte im Hintergrund gut laufen, die Gewinne mehr werden und die Dividende höher werden, kommt der Markt dann auch irgendwann mal aus einer Panik da wieder raus. Ja. Und da wollte ich eben mal kurz ein Sonntagsvideo drüber aufnehmen. Eben also an die absoluten Goldbugs werde ich eh nicht überzeugen. Und wer vielleicht eine zu rosarote Brille auf hatte und deswegen kein Gold gekauft hat, zu einer Zeit wie in der Corona-Hysterie, als ersichtlich war, wo dass die Finanzierung der Corona-Maßnahmen mit 4.000 Milliarden frisch gedrucktem Geld über die EZB nicht zu einer Währungskrise oder zu einer zumindest deutlich instabileren Währung als die 10 Jahre davor führen wird. Ja. Also der hat halt jetzt auch Pech, dass er quasi von diesem steilen Anstieg des Goldes nicht profitieren konnte. Also Vertrauen in ein falsches, also falsches Vertrauen in ein nicht mehr geeignetes politisches System, um für Stabilität zu sorgen, kostet halt leider auch real was. Ja. Aber gerade diejenigen, die den Kanal vielleicht öfter verfolgen und die so wie ich eine breite Streuung haben und eben einen Teil in Gold investiert haben und einen anderen Teil in Aktien und einen Teil in Immobilien, vordergründig Sachwerte halt. Da möchte ich jetzt schon mal so einen Denkansatz machen, wann eigentlich der richtige Punkt zum Verkaufen ist. Also meiner Meinung nach kann es nicht das Ziel sein, irgendwann einmal mit 75 Jahren dann eben den Keller oder das elektronische Depot voll mit Gold haben, das dann auch noch mehr wert sein wird als heute. Also ich sehe den Goldkurs, ich sehe den Goldpreis sicher nicht vor einem starken Einbruch. Ja. Sondern es ging ja schon damit, irgendwo was mit dem Geld zu machen, wo man was davon hat. Und das habe ich eben, wenn ich in Dividendenaktien anlege, indem eben die Dividenden fortlaufend einen Teil meiner Kosten finanzieren, wenn, weiß nicht, zum Beispiel meine Arbeit meine Fixkosten deckt, ja, dann kann ich halt um das, was die Dividende ausmacht, dann schön Urlaub machen oder wie auch immer. Ja. Aber das sollte irgendwo das Ziel sein. Und da sollte man sich dann schon auch irgendwann mal fragen, wann denn der richtige Punkt ist, Gold auch zu verkaufen. Und für mich war es zumindest eben jetzt nochmal der richtige Zeitpunkt, weitere 1,5% meines Golds abzuverkaufen. Aufgrund der starken Steigerungen liege ich noch immer fast 50% Gold, 50% Aktien. Und habe da also eher vor, wenn die nächsten Hochs erreicht wird, also vielleicht bei 2750 Dollar noch einmal 1,5% abzuverkaufen und bei 2900 wieder. Schauen wir mal, wann diese Punkte kommen. So, das war ein Sonntagsvideo. Jetzt geht es dann wie üblich mit meinem Hund und ich mache nochmal einen Schwank mit der Kamera auf den Hund. Der regelt sich gerade auch und kriegt mit, dass es um ihn geht. Scheinbar, auch wenn er momentan, es wird schon ein bisschen frostig, unter einer Decke vergraben ist. Und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und na, gehen wir dann? Kommst du hinter der Decke vor?